Ich heiße Alex. Mein Name ist Beverly Breckmann. Mein Name ist Nathalie. Ja, ich bin Selina und ich verfolge seit Jahr und Tag das Lebensmotto You only live once, weil ich der Meinung bin, dass man immer genau das tun sollte, worauf man gerade Lust hat. Mein Motto ist Aus alt macht neu, da ich es liebe, mich kreativ auszuleben und sehr gerne alte Möbel oder Klamotten in neue Stücke verwandle. Du selbst und deine Komfortzone deine größten Grenzen sein. Und man sich einfach aus ihr rausbewegen sollte, wenn man sich sonst zu tun hat. Ist, dass Kreativität sich vermehrt, desto mehr man sich ihr bedient. Wenn Nuyas einer Kunstausstellung wirklich KünstlerInnen zusammenbringt, um sich miteinander, aber auch mit anderen Leuten austauschen zu können. Wir haben die Ehre, das jetzt dieses Jahr weiterzuführen. Weil wir es für eine super Idee hielten, endlich mal Kunst erlebbar zu machen. Und das in Thüringen, weil es ja nicht so viele Angebote dafür gibt. Schönheit ist für mich wirklich die Einzigartigkeit und die Vielfältigkeit der Dinge. Nicht nur die menschliche Schönheit, sondern auch die Natur oder wenn die Sonne aufgeht und die Umwelt oder die Natur zum Leben erweckt wird durch das Licht. Schönheit ist so individuell, dass es einfach nur Sinn ergibt für den Einzelnen. Man kann es, glaube ich, nicht so in Worte fassen. Also es ist, glaube ich, was man erlebt. Bis jetzt gibt es noch keine Plattform in Ilmenau oder einen Ort, wo sich KünstlerInnen treffen können. Und da es so vielfältig ist, vor allem unser Thema Schönheit, bringt es natürlich die unterschiedlichsten Charaktere zu einem Ort zusammen. Und weil Kunst und Kultur einfach ein Bestandteil jeder Stadt, jeder Universität sein sollte und deswegen soll die Kunst für jeden greifbar gemacht werden. Ich glaube, unser größter Wunsch, und ich spreche wahrscheinlich für alles, dass die Nuria 2022 in Präsenz stattfinden kann. Wir haben super viele Wünsche und Visionen, dass wir davon auch wirklich einen Großteil umsetzen können, dass das alles klappt und ja. Dass die Nuria-Kunstausstellung ein fester Bestandteil der Kulturszene in Ilmenau wird und sich hoffentlich nächstes Jahr wieder Leute finden, die dieses tolle Projekt weiterführen. Sie sollten uns unterstützen, weil wir einfach eine besondere Location haben, ein besonderes Konzept und einfach jedem, der ausstellen möchte, auch die Möglichkeit geben wollen, seine Kunst und vor allem seine Schönheit auszustellen. Wir wollen halt zeigen, dass auch diese Künstler die Leute verzaubern können, mit ihrer Kunst den Raum erfüllen können. Und ich glaube, das wollen nicht nur wir, sondern das wollen auch sie sehen. Und dabei hoffen wir natürlich auf ihre Unterstützung. Wir sind Nuria!